Und du hast dich sehr gut gewehrt. Ich nehme meine Pfeile damit. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich das noch schaffe. Ich habe mich sehr erschreckt vor dem. Aber vor allem, der ist ja wirklich... Der ist sehr stark, ne? Ja. Ist da jemand? Ja. So ist da was. Dosen, leere Dosen, leere Dosen. Aber da müssen ja noch mehr sein hier drin, sonst wären wir ja schon fertig, ne, oder? Ist ja noch nicht fertig. Auf der anderen Seite sind dann noch. Dann ist dann auch noch eine Tür. Und die ging auch auf? Ja. Ach, hier ist ein Waffenschrank, ne? Achso? Ja. Aber hier geht's auch dann schon hoch. Den mach ich erstmal auf. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite, aber ich weiß nicht, ob da Zombies drin sind. Vom Bücherregal kommst du nie raus. So. Bin rausgekommen. Gut. Ich nehme das mal wieder weg. Muss das Zwischending noch wegnehmen? Hä? Okay. Warum, man kommt durch? Ach so, weil man die Tür an und für sich schlagen muss und nicht den Türrahmen. Ach nee, das war der Aufzugsschacht. Ja, das ist zu. Hier ist keine andere Tür. Hier muss nur die Leiter hoch. Ich dachte, da ging dann immer mal noch... Vielleicht noch weiter oben irgendwas. Ja. Ich geh jetzt mal hoch. Waffenschrank hast du ja, ne? Ja. Ach, das war die Stelle, wo hier die komische Figur steht. Ach, die Schreckfigur. Und da drüben geht's dann wieder runter. Da ist ein roter Punkt, zwei rote Punkte, sehe ich. Gerade. Also oben auf der Navigation. Mhm. Ersten habe ich. Zweites. Ja. Den habe ich aber anscheinend auch erwischt. Sehr gut. Sehr schöner Schuss. Hier geht dann wieder das Loch runter. Mhm, hat schon gesehen. Er war gerade am Aufbäumen. War der Fehler, war zu langsam. Oh. Leichensack. Weg. Was dahinter? Das graben wir frei. Naja, Knochen und Chrysantheme. Also können wir sie da runter, ne? Mhm. Ach, das war die Stelle. So, am besten hier dann drüben. Kommen wir jetzt im Aufzug schauen. So. Und das könnte man doch. Runter. Brauchst du so einen Würfel? Ich kann mir gar nicht weiter. Vielleicht muss ich das Ding ja wegnehmen. Ja, jetzt wahrscheinlich. Jetzt komme ich bis vor. Und jetzt sollte man nicht fallen. So, ich bin mal hier auf der Zwischenebene gelandet. Das ist dieser Aufzugschacht. Du kommst wahrscheinlich auch runter, ne? Ja. Bin gleich da. So, wo ist denn eigentlich die Tür? Kann man die Stange hier auch wegnehmen? Vielleicht macht das genug Krach. Ah, dann könnt ihr von oben was zusammenbrechen, wenn ich ein bisschen rüber gehen. Nehmen wir mal weg. Ne, bricht nichts zusammen, okay. Aber nicht, dass die mal am Weg ist, wenn man hier laufen will. Also hier, da drüben sehe ich keine Tür. Ist die Tür auf der anderen Seite? Oder sie ist genau hier vorne? Ups. Hab ich dir so runtergeschubst? Ich bin runtergefallen. Dann komm ich mit. Ach nee, es ist ein Tote, der kurz sitzt. Da sehe ich ihn. Also, ihn hat mich anscheinend auch gesehen, aber ihn war noch ganz ruhig um die Ecke. Okay. Den kannst du bestimmt abschießen. Siehst du? Den habe ich voll ins Gesicht geschossen.
wir drei noch. Ich bin durstig. Ich trinke mal kurz was. Das ist innen an der Ecke. Sehr gut. Ich guck mal hier in den Raum rein, ob ich was sehe. Ich weiß nicht, ob die tot ist. Die war anscheinend tot. Irgendwas war hier, ne? Da kommt ein Dicker. Ein Fummel. Ach. Ein Zombie. So dick und ich. Da kann man noch einer. Zwei waren es doch, ja. Hier auch. Der hat den Arm komisch stehen. Jetzt kommt da jemand raus, oder? Nee, hier ist ein. Ach, die hauen wieder gegen das Tor. Leichen. Die Leichen sind hier. Ich suche Chemiestation, okay. Hab ich. Ich bin vollkommen überfüllt hier. Ja, das dauert ein bisschen lang. Wenn ich das aufmache, kommen jetzt wahrscheinlich Zombies rein. Ja. Bin aber noch am Plündern. Ja, deswegen mache ich ja nicht auf. Wollen wir die anderen Kisten? Hast du noch Blatt? Noch nicht mehr viel, ne? Du hast ja auch noch Sachen. Dann kannst du dort oben drauf was. Ja, ich habe was vorhin gucken, weil ich dachte, da ist jetzt jemand reingekommen. Jetzt so, machen wir das dann noch. Kiste unten kannst du auch noch machen. So, aufmachen, reinschauen. Okay. Okay, okay, okay. Ach hier, das brauchen wir nicht. So, was kann ich immer noch? Und die Chrysanthemen haben wir auch jede Menge. Das hau ich weg, das hau ich weg. Nehmen wir das mit. Durch mal benutzen. Hier ist ja auch noch eine Kiste. Will ich hier noch irgendwas mitnehmen? Groß war das irre Soße. 20% plus behandeln, aha. Knochen haben wir auch genug. Stoff hau ich doch mal weg. Stein kriegen wir auch jede Menge. Und Bruchsand, das holen wir uns alles, was wir brauchen. Ja. Damit wir jetzt nicht so viel Sinnloses mitschleppen. Die hast du die Kiste leer gekriegt? Ja, ne? Ja. Soll ich das Tor öffnen? Und die rein? Und die reinlassen? Hier ist ein Schalter. Achso, ja, dann. Ich wechsle auf den Nacken. Obwohl, ich kann auf den Bogen wechseln. Gerade war noch jemand hier. Hä? War das woanders? Ich gehe links lang. Mit gezogenem Bogen. Oben ist einer. Wo? Ja, also der gelbe Punkt. Geht nach oben. Achso. Okay. Das ist mein Generator. Bedingt. Ah, hier kommt, stehen sie auf. Ist wieder so ein Fanal. Oh, die rennen. Die rennen hier immer. Ich kann nicht rennen. Ach, Grüne, die sind noch stärker. Stirb. Oh, da rennt einer weg. Zum Glück. Hinter mir noch. Zum Glück hast du einen Elektrostab. Ja, na, der ist manchmal richtig geil. Zurück zum Händler. Okay. Oh. Ich bin jetzt erstmal so ein Verband. Weil ich so voll war, konnte ich mich auch nicht rennen. Hui, das war wieder spannend. Einen wunderschönen guten Abend, Joe. The Flash. Hallo. War gerade aufregend. Volle Power hier. Kommen die angerannt. War ich jemals hier oben? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir sind nie so weit gekommen, weil die immer... Weil die immer angerannt gekommen sind, wir sind weggerannt, ne? Ja. Aber die sind aus dem Quest, wir mussten es machen. Weg mit dir. Ich habe Röntgenbilder. Röntgenbilder. Sind aber schöne Röntgenbilder.
Ich glaube, der Patient ist tot. Noch Medizinschrank. Wie geht's dir denn so, Joe? Ich bin infiziert. Hast du noch was? Ich mache jetzt die Tür auf, ne? Man hat einen gebrochenen Arm, ne? Das lief ja. Ja, das war ja auch ein bescheidener Kampf, den wir mit Glück überlebt haben. Da gesagt, nur weil du deinen Blitzstab hast. Ich glaube, ohne den hätten wir es nicht geschafft. Also ich hab die Tür geöffnet und bin da auch gut, bist auch draußen. Ja, manchmal kann ich das schon gezielt einsetzen. So, kann man das alles mitnehmen? Knochen haben wir weg. Das Buch kannst du lesen. Buch, hier, das ja, ne? Lesen. Und Verband habe ich, gut. Haut hin. Oh, da hinten ist einer. Ja, Stimme schon ist ja wichtig immer. Aber wenn Gesang so anstrengend war. Ich glaube, hier hinten ist immer noch ein Hund mit. Ein Kaninchen sehe ich. Ja, um der Ecke ist, glaube ich, dann oft ein Hund. Ja, ich schieß bloß aufs Holz, gut. Weil singen sollte doch eigentlich nicht anstrengend sein. Habe ich zumindest mal so gelesen. Ja, so wie ich singe, ist es schon anstrengend. Ja, für die anderen vielleicht, aber. Das auch. Vorne liegt, glaube ich, ein Polizist. Siehst du den dort? Ja, oh, hier ist Hund. Hund. Hab doch gesagt, hier ist ein Hund. So. Ich sehe den Polizisten. Er ist tot. Nee, der steht bestimmt gleich auf. Oder? Ach nee, da gab's nichts hier. Ach so. Ja, dieses Growlen, das ist schon eine Sache für sich. Das Benzin drin, ich kann es nicht mitnehmen. Ich kann es mitnehmen, weil ich schon Benzin hab. Dann greif zu. Mach ich. Damit würde ich mich auch gerne mal ein bisschen mehr befassen, aber das würde ich dann doch eher wahrscheinlich doch mal mit professionellem Training oder sowas machen. Genau, mit Lehrerin ist es auf jeden Fall wichtig, weil man kann sich da schon verdammt viel kaputt machen. Hintertür ist ein Fetti. Wo kommt der denn her? Weiß ich nicht. Den Bauch geschossen. Zum Bär. Der brummt nämlich wie ein Bär. Dann nehme ich jetzt das Fahrrad, ne? Boah, ich bin so voll. Ach ja. Da kannst du ja irgendwann mal. Ja, was mache ich denn jetzt? Falsch das drücken, das mache ich. Während des Gameplays growlen, ne? Wäre doch so richtig schön. Das wäre doch mal eine Kombination. Kombination? Ja. Irgendwie schon. Irgendwas in der Richtung. Kombination? Nee, Kommentar meine ich. Kommentar. Kommentation. Ich geh erst mal auspacken. Komm ich mit. Erfahren wir in unsere Basis und laden aus. Bumm. Bin dagegen gefahren. Bin dir auf den Kopf gestiegen und ja. Gesprungen. Das habe ich gemerkt. Es tat weh im Kopf. Pfeilspitzen aus Eisen habe ich mit reingelegt in die Kiste. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt auf die Entwicklung. So, man muss auch drischen Tasten drücken, dann kommen wir weiter. Stein, Lehm, Holz, Papier, ja, Lehm. Stein ist schon rausgehauen. Holz ist noch hier. Das kann ich. Nehmen wir doch was mit, weil ich will ja noch ein paar Pfeile herstellen. Dann gehen wir hier wieder raus und gehen wieder in die Mod-Geschichte rein. Denn ich habe das dürfte es gewesen sein. Blei, Eisen,
Faules Fleisch kommt hier oben hin, dann habe ich Munition gefunden. Dick, klick, klick, klick. Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter.